Hi, in der vergangenen Woche haben wir uns unter anderem mit Kopplung und Kohäsion beschäftigt. Und als allererstes, bevor wir auf das Thema dieser Woche kommen, möchte ich einen kleinen Fehler korrigieren. Ich habe nämlich in der Folge Nummer 51, die verlinke ich euch hier nochmal in der Infocard, gesagt, dass das Single Responsibility Principle, um das es ja heute gehen wird, für das S von Solid steht. Das ist auch soweit richtig. Dann habe ich aber gesagt, dass das Don't Repeat Yourself Prinzip für das D von Solid stehen würde und das ist falsch. DRY, also das Don't Repeat Yourself Prinzip, hat mit den Solid Prinzipien nichts zu tun. Das D bei den Solid Prinzipien steht für das Dependency Inversion Principle. Und um das wird es in dieser Woche am Freitag gehen. Wir beschäftigen uns nämlich diese Woche mit den Solid Prinzipien. Das sind im Wesentlichen fünf Grundprinzipien, die die objektorientierte Programmierung im Wesentlichen betreffen. Man kann aber diese fünf Prinzipien auch durchaus auf andere Programmierparadigmen übertragen und Dinge lernen aus diesen Prinzipien, die man beispielsweise auch auf die funktionale Programmierung übertragen kann. Der Name Solid ist ein Akronym, also die fünf Prinzipien fangen mit einem S, einem O, einem L, einem I und einem D an. Und heute geht es also, wie gesagt, um das erste, nämlich das Single Responsibility Principle. Dieses Prinzip stammt ursprünglich von Robert C. Martin und ist verwandt mit der Kohäsion, um die es ja in der vergangenen Woche, wie gesagt, ging. Die Idee bei der Kohäsion war ja, dass es um fachliche Verantwortung ging und dass eben ein Modul bzw. eine Softwareeinheit, sei es ein Modul, eine Klasse, eine Funktion, sonst was, sich genau mit einer Fachlichkeit beschäftigen sollte und eben nicht mit mehreren, beziehungsweise dass eine Fachlichkeit eben in genau einer Softwareeinheit abgebildet werden sollte, sodass sich eben auch die Fachlichkeit nicht über mehrere Funktionen, Klassen, Module verteilt. Und im Grunde genommen ziemlich genau dasselbe sagt eben auch das Single Responsibility Principle aus. Es ist formuliert als: A class should have only one reason to change. Also es sollte nur einen, Klammer auf, fachlichen, Klammer zu, Grund geben, warum sich eine Klasse ändern sollte. Und dieses Prinzip oder diese Regel kann man natürlich gleichermaßen auch auf Funktionen oder eben auf Module oder sonstige Softwarebausteine anwenden. Um eine Verletzung dieses Single Responsibility Principles zu erkennen, gibt es eine sehr einfache Regel, an die man sich ganz gut halten kann. Damit wird man nicht alle Szenarien finden, wo das Single Responsibility Principle verletzt ist, aber es ist eine ganz gute Faustregel und einfach, wenn man das beachtet, dann kann man bei manchen Situationen, sollte man ein bisschen hellhörig werden. Und das ist nämlich dann gegeben, wenn im Namen einer Funktion oder einer Klasse das Wort und drin vorkommt, beziehungsweise wenn dort das Wort oder drin vorkommt. Beziehungsweise, wenn man jemandem erzählt, was in einer Funktion oder einer Klasse passiert, wofür die zuständig sind, wenn man eines dieser beiden Wörter dafür braucht. Das ist nämlich in der Regel ein Hinweis darauf, dass diese Funktion eben nicht eine Verantwortlichkeit hat, sondern mehrere und damit eben zu viel macht. Ein Beispiel dafür wäre, ich brauche eine Funktion, die eine Anwendung sozusagen bauen, erzeugen, kompilieren soll und diese Anwendung, die ich da kompilieren will, die kann in TypeScript oder in JavaScript geschrieben sein. Wenn ich JavaScript-Code habe, muss der Code einfach nur in das Zielverzeichnis kopiert werden. Wenn ich TypeScript-Code habe, muss er zunächst mit dem TypeScript-Compiler kompiliert und dann kopiert werden. Und jetzt könnte ich das alles natürlich in eine Funktion packen. Das heißt, ich bekomme eine Funktion, die sinngemäß so viel heißt wie maybe compile and copy. Das Ganze wird dann vermutlich eher Build genannt werden, aber der Inhalt ist eben gegebenenfalls, also prüfen erstmal, ob es TypeScript oder JavaScript ist, dann gegebenenfalls kompilieren und dann eben das Ergebnis oder direkt den Quellcode entsprechend zu kopieren. Und das ist ein Paradebeispiel dafür, dass eine Funktion zu viel macht. Es bietet sich also an, diese Funktion aufzusplitten. Denn wenn sich am Kompiliervorgang was ändert, müsste diese Funktion angepasst werden. Und wenn sich am Kopiervorgang was ändert, müsste diese Funktion auch angepasst werden. Und wenn sich an der Art und Weise, wie ich TypeScript von JavaScript unterscheiden kann, was ändert, müsste diese Funktion auch angepasst werden. Das heißt, es gibt mehr als einen Grund, warum sich dieser Code ändern können sollte. Das Ganze lässt sich einfach lösen, indem man diese verschiedenen Vorgänge TypeScript erkennen, kompilieren, kopieren, indem man das in eigenständige Funktionen verpackt und dann eine übergeordnete Funktion baut, die nur noch aus diesen Grundbausteinen sozusagen kombiniert und die nur noch miteinander verknüpft. Und damit kriegt man eben viel kleinere Funktionen, man bekommt zielgerichtetere Funktionen, man kann effizienter entwickeln, es wird auch viel einfacher zu testen und die Lesbarkeit und die Nachvollziehbarkeit im Code ist halt viel besser. Eben unter anderem dadurch, dass ich kleinere Abschnitte habe und dass ich den kleineren Unterabschnitten dediziert auch nochmal einen Namen gebe. Und der dritte Vorteil oder der letzte Vorteil dabei ist eben, dass ich auf einfachem Wege auch weitere Sprachen auf dem Weg hinzufügen kann, ohne dass ich in einer riesengroßen Funktion immer mehr Code anhäufe und diese Funktion immer größer und unübersichtlicher und länger wird. Das heißt,
Im Grunde genommen geht es beim Single Responsibility Principle letztlich einfach darum, kleine Bausteine zu bauen, die ich entsprechend komponieren kann, aus denen ich größere Einheiten orchestrieren kann. Das ist, wie gesagt, das Single Responsibility Principle, das ist das S der Solid-Prinzipien. Morgen gucken wir uns das zweite Prinzip an, nämlich das Open-Closed Principle. Wenn euch die Folge heute gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Denkt dabei daran, die Glocke zu aktivieren, damit ihr über neue Videos auch von YouTube informiert werdet. Und ansonsten wünsche ich euch heute einen schönen Montag, einen guten Start in die Woche. Passt auf euch auf, bleibt gesund und dann bis morgen. Ciao!